Die Jugendfeuerwehren im Erzgebirgskreis haben die Teilnehmer am Sachsenpokal-Gruppenstaffette untereinander bestimmt. Zum Kreisausscheid in dieser Disziplin trafen am 2. Juni die bereits für den Kreisvergleich in regionalen Vorläufen qualifizierten Jugendfeuerwehren aus den Altkreisen Annaberg und Stolberg auf ihre Kollegen aus dem Bereich Aue-Schwarzenberg. Der Sportplatz im Lößnitzer Ortsteil Affalter war an diesem Tag der Austragungsort, eingebettet in das Dorffest. Wer es aus dem Regionalbereich Aue-Schwarzenberg in die Gesamtwertung schafft, musste allerdings noch ermittelt werden. Insgesamt waren dort 25 Mannschaften am Start. Am Ende dürfen nun die Mannschaften aus Bad Schlema bei den 8- bis 10-Jährigen, Schneeberg bei den Jungen bis 14 Jahren, Annaberg bei den Mädchen bis 14, Buchholz bei den Jungs bis 18 und Adorf bei den Mädchen bis 18 Jahre am Sachsenpokal teilnehmen. Für diese 5 qualifizierten Mannschaften heißt es nun nochmal weiter trainieren. Schon vom 22. bis 24. Juni sind sie wieder gefragt. In Torgau findet der Sachsenpokal-Gruppenstaffette diesmal statt. In der Gruppenstaffette werden viele Grundtätigkeiten aus dem Feuerwehrwesen gefordert. Schläuche ausrollen, richtiges Zusammenkuppeln, Knoten beherrschen und binden und Genauigkeit bei der Bekämpfung der Zielgegenstände mittels Kübelspritze und D-Strahlrohr. Das alles natürlich so schnell wie möglich. Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Schäffler zeigte sich zufrieden. Er sagte: "Das waren spannende Wettbewerbe. Mir zeigt das immer wieder, dass wir uns hier im Erzgebirgskreis gar keine Sorgen um den Nachwuchs machen müssen. Zumindest nicht dort, wo mit so viel Fleiß und Ehrgeiz in den Jugendfeuerwehren gearbeitet wird." Im gesamten Erzgebirgskreis haben derzeit 1.996 Kinder und Jugendliche in den 127 Jugendfeuerwehren eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefunden, davon 498 Mädchen und auch einige Kinder mit Migrationshintergrund. Die Mitgliederzahl, so weist es die Statistik aus, ist gegenüber dem Vorjahr um 114 Mitglieder gestiegen. Nachwuchssorgen haben nur 36 der Jugendfeuerwehren.